dieses letzte Freischalten und wirklich mal alles geben und gucken, was dann passiert, geht halt nur im Kampf. Ich mag mich, glaube ich, einfach gerne körperlich auseinandersetzen. Diese Form von Zweikampf ist für mich eine sehr pure und sehr, sehr klare Form einfach von Auseinandersetzung. Also halt, wer ist der beste Kämpfer? Wenn ich jetzt eifrig trainiere, dann kann ich tolle Momente erleben. Erst wenn man wirklich viel verlieren kann, kann man auch viel gewinnen. Die meisten Jungs in meiner Schule spielen Fußball, Tennis oder Querflöte. Ich war der Langsamste, der Schwächste und der mit am wenigsten Kondition. Jetzt ist es genau anders. Wenn man in den Regen geht, wird man auch nass und alles halb so schlimm. Ich will nichts geschenkt. Ich will immer dafür bluten.